Uwe Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme des Zorns. Heute zum Thema mediales, politisches, einseitiges Mobbing. Ich habe eben nochmal nachgegoogelt, Mobbing. Das bedeutet eine Art Terror am Arbeitsplatz oder in der Schule gegen eine Person, um mit dem Ziel, die Person zu verdrängen, auszuschließen, fortzujagen, vom Arbeitsplatz oder aus der Klasse in der Schule. Ausgrenzung. Was haben wir politisch? Jeden Tag höre ich Deutschlandfunk, weil ich immer unterwegs bin, für meine Firma, auch privat oder für die Friedensbewegung, höre ich Deutschlandfunk HR Info. Sprich den gesamten öffentlich-rechtlichen Mainstream, der immer die gleiche Meinung vertritt. Jeden Tag purzeln Meinungen, ich sag's 100-mal in meinen Videos, gegen Russland. Als ob wir nur noch den Fokus auf Russland haben, unsere Medien. Jeden Tag Negativmeldungen über Russland. Feindgenese, so wird ein Feindbild. Steter Tropfen höhlt das Hirn. Ein Feindbild gefestigt in den Köpfen. Jeden Tag bleibt eine Negativmeldung hängen über Russland. Das ist einseitiges Mobbing. Das ist Ausgrenzen. Von der gesamten westlichen Welt, westlichen Presse, westlichen Politik wird auf einseitig auf Russland gehackt. Um ein Beispiel zu nennen. Nordkorea, China, Iran, Syrien, Assad sind die nächsten Kandidaten. Wer sich dem westlichen Wertesystem nicht unterwirft und nicht angliedert, der ist ein Feind und der wird gemobbt. Der wird rausgemobbt durch dauerhaft negative Meinung. Schon mal gesagt, man könnte ganz viele tolle Nachrichten über Russland senden, die auch jeden Tag passieren. Nur Negatives. Heute waren es irgendein russischer Kokainschmuggler, der irgendwo in der Welt ausfindig gemacht wurde. Mein Gott, was gibt's alles auf der Welt an Drogenhändlern? Aber das muss der russische sein, der muss erwähnt werden. Heute die wieder mal Hackerangriffe auf die Bundesregierung, auf die Bundesrepublik Deutschland werden in Zusammenhang gebracht mit russischen Hackern. Ohne Beweise, wieder ohne Beweise. Aber jeden Tag wird schon mal gesagt, Experten, auch so ein tolles Wort, ein Meme, Vera von Birkenbiel, Meme anschauen. Meme heißt Experten. Oh, das sind Spezialisten. Oh, die haben Ahnung, ohne Namen. Laut Geheimdienstinformationen, da kann ich auch Donald Duck fragen oder Mickey Maus. Geheimdienstinformationen ist gar nichts wert, weil die Geheimdienste zu 99% nur Lügen verbreiten. Gerade und überhaupt auch der CIA und die westlichen Geheimdienste. Das weiß man doch inzwischen. Das sind die größten Märchenstunde in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, für die ich auch noch Zwangsgebühren zahlen muss. Ja, ich kann mich darüber aufregen. Einseitiges Mobbing, Ausgrenzen von Russland aus der europäischen Gemeinschaft, aus der Weltgemeinschaft, aus der westlichen Wertegemeinschaft. Putin ist der Böse, Hacker, russische Sportler mit Doping. Nur negativ. Mit welchem Ziel? Immer überlegen, was steckt dahinter. Oh ja, man kann dagegen rüsten. Man muss die Aufrüstung rechtfertigen, die NATO-Truppenverschiebungen, Manöver rechtfertigen. Der militärisch-industrielle Komplex braucht dieses Mobbing, mediale Mobbing, um sein Volk und die Menschen für die Aufrüstung zu begeistern, damit alle abnicken und sagen, jawohl, wir müssen uns schützen gegen den bösen Russen. Jeden Tag was Negatives über den Russen. Der Nachbar ist schlecht, der Nachbar ist schlecht. Der Müller ist schlecht. Der Müller ist schlecht. Ich baue einen hohen Gartenzaun. Jawohl, ich muss mich sichern, brauche noch einen dicken Hund, einen Wachhund. Brauche Kameras gegen den Müller. Immer gegen den Müller. Aber die eigenen Probleme, davon wird abgelenkt. Einfach nur eine Ablenkung von den eigenen Problem des Versagens in der Gesellschaft. Ja, dass Rentner und arme Leute in Deutschland, was schon eine Schande ist, frieren, kein Obdach haben, dass sich die Armen untereinander bekriegen, Flüchtlinge mit hilfsbedürftigen Leuten bei der Tafel, jeder gegen jeden und statt nach oben zu schauen, da lachen sich Leute ins Fäustchen. Die sitzen im Warmen und sind satt. Leute, Mobbing findet nicht nur am Arbeitsplatz und in der Schule statt. Das ist
mediales und politisches Mobbing, Ausgrenzen eines Landes oder gewisser Länder, die sich der Globalisierung und der westlichen Werte entziehen wollen. So einfach ist das. 1 + 1 = 2. Euer Cerebellum, denkt mal drüber nach. Nu sei jetzt Pagadi.